Herzlich willkommen zum Seelenreiten Tag Nummer 90. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich wundern, was ich da jetzt für ein Outfit anhabe. Aber das ist mein Standard-Outfit, denn heute will ich mal gucken, ob ich heute noch ein paar Aufnahmen bekomme von dem Seelenreiten, denn wir haben es ja bald durch. Deswegen, wenn ich heute was mit Feuer bekomme, dann kann es sein, dass ich halt eher Aufnahmen mache, so Perspektivaufnahmen, weil ich dann auch ein Video für plane und dafür brauche ich das Outfit. Aber mal gucken. Ansonsten mache ich hier ganz normal Fragen. So, dann kommen wir heute ja das letzte Geschenk auch. Dann bin ich gespannt. Habe ich überhaupt Platz im Inventar? Jupp, sehr gut. So, dann gucken wir mal. Heute haben wir Fange einen Flüchtigen, überspringe Schockwellen. Gut, da werde ich dann Aufnahmen für machen und Spurwechsel. Gut. Gut, das heißt, wir können jetzt dann doch wieder eine Frage machen. Auf welche Sache bin ich richtig stolz? Oh, bist du richtig stolz, dass ich den Club so erfolgreich hier bisher leite, dass es bisher zu keinen großen Krisen gab, beziehungsweise dass wir die Krisen alle gemeinsam geschafft haben. Da bin ich stolz, da bin ich tierisch stolz auf mich und auf meine Mittis, beziehungsweise meine Familie. Und worauf ich auch noch stolz bin, ist, dass ich das bisher alles hier komplett durchgehalten habe bisher und das auch bis zum Ende hin auch durchhalten werde. Mit dem Seelenreiten und ja, da bin ich richtig stolz drauf. Aber am meisten bin ich stolz, dass ich den Club leiten kann. Da, dass der Club läuft. Da bin ich am stolzesten drauf. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber da bin ich halt am stolzesten drauf. Dass das läuft. Der seltsamste Ort, in dem ich jemals war. Weiß ich gar nicht genau. Ich weiß es gar nicht genau. Ich habe einen seltsamen Ort habe ich an sich noch nie wirklich besucht. Friedhof vielleicht. Friedhof ist einer der seltsamsten Orte, die ich bisher besucht habe. Ist ein Friedhof, ja. Aber ansonsten kann ich nicht sagen, dass ich einen seltsamen Ort besucht habe. So. Dann mache ich jetzt, wie gesagt, jetzt überspringe ich Schockwellen. Da mache ich jetzt Aufnahmen von. Das heißt, da werde ich jetzt keine großartigen Fragen zu machen, da ich jetzt einfach nur ein bisschen Aufnahmen machen werde. Also viel Spaß beim folgenden Zuschauen. Das sind jetzt random Aufnahmen, die ich mache, also ich weiß selber noch nicht genau, was ich daraus mache, aber ich wollte einfach, weil ich ein Video plane, was mit Feuer haben, deswegen nehme ich gerade alles mit, was mit Feuer zu tun hat. Selbst wenn da jetzt ein Fail mit reinkommt, das ist auch nicht so schlimm, denn aus Fails kann ich bekanntlich auch sehr viel machen. Deswegen, wenn man so weiß, kriege ich aus Feld auch sehr viel hin. Es könnte sein, dass ich solche Aufnahmesachen öfter mache. Da ich halt nicht weiß, wie oft ich das noch haben werde, nutze ich halt jede Gelegenheit aus. Also bezieht sich aber auch nur auf die Feuergeschichten. Das heißt, wenn ich beim Riss und so weiter Feuer bekommen sollte, also es geht für dieses hier, es geht für die Feuerdinger auf dem Boden und es gilt für Riss und Höllenmaschine, wenn das mit... Da werde ich dann ein paar Aufnahmen zwischendurch machen. Also damit ihr Bescheid wisst für die
letzten Tage, weil ich möchte einfach so viel wie möglich noch vom Seenreiten noch als Aufnahmen und so haben. Und weil ich halt ein Musikvideo plane, was mit Feuer zu tun hat, brauche ich halt dieses Feuer vom Seenreiten, da das Aschenteil nicht da ist. So, Spurwechsel. Jetzt werde ich wieder Fragen beantworten. Denkst du, dass wir alles in verschiedenen Farben sehen und ist aber es gleich benennen? Ach so, du meinst zum Beispiel, dass ich jetzt gerade das Blau sehe und du zum Beispiel jetzt die Pfeile rot siehst? Es kann sein, also es kann wirklich sein, dass Leute halt auch besondere Augen haben, dass die vielleicht andersfarbig sehen. Es gibt ja auch Rot- und Grünschwäche. Oder auch welche, die schwer Blau und Lila und sowas unterscheiden können. Also denke schon, dass es da so Sonderfälle gibt, die einige Farbvarianten nicht so sehen wie wir, zum Beispiel, wie ich zum Beispiel. Dass die halt zum Beispiel das Blau von den Pfeilen vielleicht etwas dunkler sehen oder vielleicht sogar heller, vielleicht sogar für die weiß aussieht. Ja, das glaube ich auch, das denke ich schon. Interessante Frage auf jeden Fall. Aber das denke ich, dass es vielleicht so Farbunterschiede gibt, jetzt keine großartigen, aber halt so in hell und dunkel Tönen, meine ich jetzt. Oder halt, wie gesagt, wenn man eine in der Grün-Blau-Schwäche hat. Oder eine Rot-Grün-Schwäche, meine ich. Nicht Grün-Blau, sondern Rot-Grün-Schwäche. Dann sieht man ja sowieso nicht so gut. Da hat man ja mit Ampeln ja auch Probleme. Da die Leute dann ja, wenn das jetzt für Rot und Grün dasselbe Symbol wäre, könnten ja Rot-Grün-geschwächte Leute die Ampel nicht richtig erkennen. Beziehungsweise die müssten das ganz anders lernen. Als jetzt zum Beispiel ich oder du. So. Deswegen, also es kann sein, dass ich jetzt noch öfter mit dem Schwarzen rumlaufe. Es kommt halt drauf an, hier. Es kommt halt ganz drauf an, wie oft ich das jetzt noch mit dem Feuer bekomme. So, dann gucken wir erstmal nach, was die Missionen sagen. Beziehungsweise vorher holen wir erstmal das Paket ab, auch wenn ich da nicht wirklich Lust zu habe. Aber es ist Gott sei Dank das letzte Paket. So. Was haben wir diesmal für einen Quatsch drin? Jo. Einmal das Dunkelpulver, dann nochmal Blumenpulver, Schmetterlingspulver und Glitzerpulver. Jo. Gut. Dann aber jetzt mal zu den Missionen. Rettet verdorbenes Pferd und rettet den Agenten. Gut, also das sind jetzt Sachen, da werde ich jetzt nichts filmen für Video, sondern ganz normal Fragen machen. Aber halt auch nochmal. Ich mache es heute in Schwarz weiter. So, das nächste Mal wechsle ich dann wieder das Outfit mittendrin, wenn ich sehe, dass das nur normale Sachen sind. So. Ich muss nach Repona. Gut, dann bis gleich, Leute. So, da bin ich wieder. Aus Epona, Pferd retten, verdorbenes Pferd vor allem. Mal so eine Frage eigentlich an euch. Wäre das jetzt schlimm, wenn ich das in diesem Outfit, also hier in diesem Outfit weitermache? Das Seenreiten, weil das ist jetzt, jo, das ist jetzt mal kein Chumpy-Outfit beziehungsweise und so weiter. Und wäre das schlimm, wenn ich so rumlaufe? Also dieses schwarze Outfit nutzen würde, denn das ist halt mein Fave-Outfit und die folgende Frage, die ich nämlich gleich beantworte, die passt dazu. Deswegen einfach mal, ja, mal wissen, ob ich dieses Outfit, ob es okay wäre von euch, beziehungsweise allgemein halt lustig wäre, wenn ich meinem Lieblingsoutfit das Seelenreiten beende. Weil nämlich die nächste Frage nämlich ist: In welchem Kleidungsstil wärst du am liebsten einen ganzen Tag lang unterwegs? Ja, und das genau diesen Kleidungsstil habe ich gerade an. Denn ich habe dieses Outfit total gerne, weil es halt komplett. Also dieses Outfit ist nicht einfach so random entstanden, sondern es hat schon richtig eine Hintergrundgeschichte. Und deswegen würde ich es aber richtig cool finden, wenn ich das einfach. Wenn ich damit das Seelenreiten beende. Einfach mal so, damit das Outfit mal wieder eine neue Bedeutung mit hat, weil die Bedeutung, die dieses Outfit nämlich hat, ist auf der einen Seite schlechter, auf der einen Seite negativ, auf der anderen Seite positiv. Also, ja, Dark Side, Light Side mäßig. Hat negative und positive Sachen, dieses Outfit. So, dann weiß man zur nächsten Frage.
Was würdest du machen, wenn es für 12 Stunden keine Gesetze geben würde? Auf jeden Fall Leute unterstützen halt, denen es nicht gut geht. Also ich würde dann wirklich eine Bank ausrauben und die halt nichts haben, Geld schenken. Das auf jeden Fall. Und was ich auch machen würde, wäre halt mir zum Beispiel neueste PC-Technik. Also ich würde dann meinen PC richtig aufrüsten, mir den neuesten Scheiß holen und so weiter, dass ich auch mal richtig streamen kann und so. Aber so gesehen, diese Eigennutzung würde ich halt dann in dem Sinne ausnutzen. Aber in erster Linie würde ich halt Leute, die nichts haben, hier was geben. Halt nur unter Bedingungen halt. Natürlich kann ich zwar nicht immer kontrollieren, aber natürlich unter Bedingungen, dass sie sich davon nichts kaufen, was illegal ist, Drogen und sowas, ne? Kann ich zwar natürlich nicht kontrollieren dann immer, aber ja. Aber halt sowas halt würde ich halt machen, wenn es 12 Stunden keine Gesetze geben würde. Weil ich weiß, woher das kommt aus dem Film Purge. Also töten würde ich niemanden, weil ich weiß nicht. Das hat keiner verdient und das würde ich halt dafür nicht nutzen. Also, weil es ist aus dem Film Purge diese Idee. Und wie gesagt, ich würde niemanden töten, aber ich würde Leuten helfen. Aber die nichts haben. Und halt mir selber in Bezug auf Technik und so. Ein paar Wünsche erfüllen würde ich mir so gesehen. So, dann gucken wir mal, wo wir den Agenten retten müssen. So, Agenten retten müssen wir in Nebelfallen. Bis gleich, Leute. So, die nächste Frage, die mache ich jetzt schon, weil die wahrscheinlich ein bisschen länger dauern wird. Und zwar wurde mir die Frage gestellt, was müsste man tun, um das Video mit den meisten Likes zu bekommen? Also, das ist nämlich etwas komplexer. Deswegen werde ich wahrscheinlich die ganze Zeit wahrscheinlich jetzt labern, auch wenn ich jetzt zu den Rangern muss. Und zwar kommt es halt darauf an, welches Video, welche Art von Videos. Jetzt nur auf SSO bezogen, bei Musikvideos, da ist es richtig schwer zu bekommen mit den meisten Likes, weil da musst du kreativ sein, du musst ein Lied nehmen, am besten frisch rausgekommen ist, was noch gar keiner wirklich kennt und dazu ein Video machen. Das würde dann im besten Fall das mit den meisten Likes bekommen, weil du ja die Erste bist, die mit diesem Lied oder mit dieser Art und Weise ein Video macht. Bei Update-Videos, da müsstest du richtig campen, das heißt, da müsstest du wirklich akkurat, sobald das Update durch ist, soweit online gehen, direkt aufnehmen und direkt in der nächsten Stunde hochladen. Gefühlt. Aber auf jeden Fall die schnellste Zeit hochladen. Das heißt, du müsstest das Update-Video drehen, bearbeiten und am besten in der nächsten Stunde hochgeladen haben, damit du die Erste bist, die es sieht und damit die meisten Likes bekommst. Aber praktisch gesehen, du musst dann schneller sein als alle anderen. Und ja, deswegen, aber das ist halt schwer zu definieren. Um die meisten Likes zu bekommen, musst du dich ordentlich reinsetzen und musst die Schnellste sein und kreativ und da gehören viele Faktoren zu. Ich zum Beispiel habe mit meinen Spinnenvideos über 10.000 Likes bekommen. Quatsch, was laber ich da? Über 10.000 Aufrufe und über 300 Likes, weil ich halt die Erste war an dem Tag, wo die Spinnen rausgekommen sind, die sich wirklich rangesetzt hat, die Spinnen zu suchen, ohne Scheiß. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber ich habe 12 Stunden lang die Spinnen gesucht. Am Stück. Von 18 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Ohne Hilfe, ohne Videos, ohne alles. Nur mit meinem Gehör. Habe dann noch komplett bearbeitet. Das heißt, ich war richtig schlaflos. Und war halt so gesehen an dem Donnerstag danach die Erste, die es hochgeladen hatte mit allen Orten gleichzeitig. Weil die meisten machen es einmal so. Die machen einen Ort, dann den nächsten Ort und dann den nächsten Ort. Ich dachte, nö. Weil ich selber hasse, jedes Mal den nächsten Teil zu suchen, dachte ich, mache ich jetzt alle Orte. Ja, und das war halt mein Triumph, warum ich halt bis heute die 10.000 Aufrufe geknackt habe und über 300 Likes habe. Und es anscheinend immer noch gesehen wird und immer noch genutzt wird. Und das bin ich richtig stolz drauf. Und ja. Also, das ist halt so ein Beispiel halt, was man halt tun muss, damit man die meisten Likes und halt die meisten Aufrufe in dem Sinne bekommt. Halt schnell sein und Durchhaltevermögen und nicht aufgeben. Denn das habe ich nämlich auch nicht gemacht
beiden Spinnen. Auch wenn ich am Verzweifeln war und absolut keinen Bock mehr hatte, habe ich es aber trotzdem durchgezogen und ich bin da bis heute hin stolz drauf, dass ich das durchgezogen habe. Ja, das halt zu dem konkreten Beispiel, wie man das hinbekommt. Sehen, was ich hinbekommen kann. So, das ist halt eine Frage, die ich wollte die ausführlich beantworten, deswegen habe ich halt jetzt schon angefangen dann zu filmen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich dem Typen, dass ich diesen Drohnen-Scheiß mal hinterherkomme. Was natürlich wieder sehr geil ist hier. Ich hasse halt langsam die Ranger-Station. Ohne Witz. So, ich. Welches Video hast du dir zuletzt auf YouTube angeguckt? Das war. Das war ein Video von der Julie, von der Juliet Soundcloud, habe ich mir letztens ein Video angesehen. Da habe ich mir eins der Nightcore-Versionen oder Daycore-Versionen von ihr angesehen. Das mit Alien war es, glaube ich. Das habe ich mir zuletzt angesehen. Und ja. Deswegen, ich bin da so ein heimlicher. Jo, scheiße. Ich bin da so ein heimlicher Stalker, was das angeht. Und ich komme hier gerade nicht weg. Danke sehr dafür. So, aber das habe ich mir halt angesehen bzw. angehört, während ich halt was gemacht habe. So. Ah, das ist Konzentration wieder mal. So, ich glaube, jetzt müsste ich es vielleicht haben. Wie findest du den Inhalt meiner For You Page? Also, da ich nur SSO TikTok kann, folge und so weiter. Ich flieg gleich aus. Yo, wie weit willst du mich noch wegsteuern? Ah, also da ich nur SSO TikTok kann, wie gesagt, folge, hier ist mein Inhalt der For You Homepage, For You Page eigentlich ganz gut. Gott. Und ja. Also ich bin zufrieden. Ich habe jetzt keine Scheiße, keine Hassdinger oder sowas. Manchmal übertreiben die Leute es ein bisschen mit ihrem Depri, Mental Breakdown Scheiß, aber das ist nun mal die Jugend. Ich glaube, das wird sich auch nie ändern. Die werden halt bei der also ich weiß, ich hate jetzt gerade, aber das ist mir gerade ehrlich gesagt egal. Denn die Jugend dreht gleich bei der kleinsten Kacke gleich komplett durch von wegen, oh mein Gott, ich bin depressiv. Ohne Scheiß. Die Leute, die dann wirklich Depressionen haben, wie halt ein paar Leute, die ich kenne, die haben die kürzere gezogen, weil die dann nicht mehr ernst genommen werden. Weil ja jedes dritte Kind heutzutage depressiv ist oder Mental Breakdown und sowas bekommt. Ich finde das so übertrieben. Ich finde das so dermaßen übertrieben. Also, keine Ahnung, warum sich das so entwickelt, aber ich finde das so dermaßen übertrieben, dass halt die Kinder bei der kleinsten Kacke so dermaßen aufgeben und so dermaßen halt meinen, sie sind krank mit psychisch und so weiter. Also, passt hier nicht her, deswegen werde ich das jetzt auch an der Stelle beenden. Und ja, ich wünsche euch trotzdem noch, trotz meines kleinen Ausbruchs jetzt gerade, einen schönen Tag noch und ich hänge gleich die Blumen noch dran. Bis gleich! So, bevor ich mit den Blumen anfange, soll ich zu diesem Thema, was ich gerade abgebrochen habe, noch mal ein Video zu machen. So, würde euch das interessieren, dann schreibt es einfach mal rein unter den Hashtag Sabi klärt auf. Dann hier werde ich dazu auch nochmal so ein Video machen, wenn ihr das wollt. Also wie gesagt, Hashtag Sabi klärt auf. Könnt ihr alles klein schreiben. So. Heute ist die Moland und wieder Dandal. Gut. Dann bis gleich, Leute. So, die erste Blume ist wieder hier beim Moland beim Schmied. So, und die zweite war ja ein Dandal. Bis gleich. So, auch wenn die gerade ein bisschen unsichtbar ist, aber die ist hier wieder über der Wolfshöhle, wie immer. So, und dann bis gleich zum Einlösen. So, dann wollen wir sie mal einlösen. Dann mal die Löwenzahnblume. Und nochmal die
luftige Dingsblume, glaube ich. So, es ist einmal. Schaut hier so ein Blumen. Löwenzahn. Einmal Löwenzahn. Oder Sonnenblumen. Nee, Sonnenblumen nicht. Ohne Witz, sie kommen dabei durcheinander. Es müsste aber eigentlich die entzückende Löwenzahnkrone sein. Und das andere war wieder das mit den Glockenblumen. Ich weiß gerade nicht, wo die steckt. Nein. Da, die ist das gewesen. Einmal die. Und dann war es für uns dann halt einmal die Löwenzahngeschichte. Ja. Ich komme dabei durcheinander mit diesen ganzen Blumen. So. Aber damit wir dieses Video jetzt auch mal beendet bekommen, wünsche ich euch noch einen richtig schönen sonnigen Tag. Richtig schönes, warmes Wetter. Und ja, dann sehen wir uns morgen. Tschüss.